Hallo und ein herzliches Willkommen wieder erneut hier zurück zum nächsten Part mit The Witcher. So, wir wollen unserer Herzogin dann einmal Bericht erstatten. Und sie ist irgendwo weiter oben. Das scheint aber jetzt nicht mehr draußen im Garten zu sein, im Pavillon, sondern hier hinauf. Aber sie ist immer noch draußen, wie es aussieht. Auf der Pagode oben drauf. Ich bin froh, dass uns... Geralt von Riva. Meister Hexer. Ich hatte recht. Kaum bist du da, gibt es Ärger. Geh beiseite. Ich habe etwas mit der Herzogin zu besprechen. Endlich, Hexer. Wir saßen auf glühenden Kohlen. Hast du Miltons Mörder gefunden? Der Fall ist ernster als gedacht. Das Biest. Ich konnte es nicht töten. Es ging nicht. Wir schicken dich einem Monster nach und du kommst mit leeren Händen zurück? Wie äußerst enttäuschend. So einfach ist das nicht. Das Biest ist ein mächtiger Vampir. Ist das ein Problem für einen Hexer? Wie man einen Vampir umbringt, weiß doch jeder. Man muss ihn nur ins Sonnenlicht locken. Oder sich mit Knoblauch behängen und ihm einen Pfahl durchs Herz treiben. Knoblauch ist gegen Vampire nutzlos. Genau wie Sonne und Pfähle. Das sind nur Legenden. Sowas funktioniert nur in Märchen. Und Kreuzdorn? Als ich klein war, hat Oma Ademata immer gesagt, dass Kreuzdorn Vampire vertreibt. Am besten hält man sie sich mit dem Silberschwert vom Leib. Aber das bringt sie nicht um. Nur ein höherer Vampir kann seinesgleichen wirklich umbringen. Ausreden, nichts als Ausreden. Gnädige Herrin, ich organisiere sofort eine Treibjagd und mache der Sache ein Ende. Der Hexer muss uns nur sagen, wo wir das Monster finden. Langsam, das ist Hexerarbeit. Keine Sache für Wachmänner. Wenn die Hexer versagen, muss eben die Wache ran. Ich nehme meine besten Männer, 40 gestählte Veteranen. Gegen die kommt kein Vampir an. 40, 50, 100, ganz egal. Das spielt keine Rolle gegen ihn. Du hast meine Männer noch nicht in Aktion gesehen. Können sie gegen Nebel kämpfen und ein Ziel treffen, das schneller ist als der Wind? Wie? Welche Kreatur bringt sowas fertig? Eine solche Kreatur. Höhere Vampire nennt man sie. Jeder ist anders. Einzigartig, könnte man sagen. Manche können sich in riesige Fledermäuse verwandeln. Andere können mit Tieren reden und ihnen Befehle geben. Aber sie sind alle geistlose Monster. Ganz falsch. Niedere Vampire wie Alpen, Ekimmen, Katakane werden vielleicht vom Instinkt beherrscht. Die greifen alles an, was nach Blut riecht. Aber höhere Vampire denken. Sie gebrauchen ihren Verstand. Vernunftbegabte Monster. Kuriose Vorstellung. Nun, was willst du also unternehmen? Er ist nicht einfach nur ein Monster, sondern eine mächtige Kreatur, die seit Jahrhunderten über die Erde wandelt. Nicht möglich. Wenn sie so mächtig sind, warum haben sie uns da nicht alle umgebracht oder versklavt? Sie mischen sich normalerweise nicht in die Belange der Menschen ein. Menschen interessieren sie nicht. Und fürchten Sie nicht, dass wir sie eines Tages vernichten? Der Gedanke würde Sie eher amüsieren. Sie sind sich ihrer Stärke durchaus bewusst. Und was können wir dann tun? Hast du einen Plan? Am besten versuchen wir, mit ihm zu reden. Nicht zu fassen. Da bestellt die Herrin einen Hexer, damit er ein Monster tötet, und er möchte mit ihm schwatzen. Ich weiß, was ich tue. Seine Liebste wurde entführt. Er wird erpresst. Erpresst? Erläutere doch freundlicherweise, wie man einen Vampir erpresst. Höhere Vampire sind uns ähnlich. Sie werden von Emotionen angetrieben, nicht vom Instinkt. Sie sind nicht nur sehr intelligent, sondern auch zu vielfältigen Gefühlen fähig. Sogar zu Liebe. Dieser hier hat sich in einen Menschen verliebt, in eine Frau. Er würde alles tun, um sie zu schützen. Du willst doch wohl nicht andeuten, dass wir Miltons Mörder ziehen lassen sollen. Oder darauf warten, dass er wieder zuschlägt. Wir müssen ihn so schnell wie möglich unschädlich machen.
Das ist ja mein Ziel, weitere Angriffe zu verhindern. Der Vampir ist nur das halbe Problem. Vor allem ist der Erpresser schuld. Er hat die Frau entführt, um den Vampir zu kontrollieren. Und was schlägst du vor? Ich finde die Erpresser und befreie die Geliebte des Vampirs. Dann hat er keinen Grund mehr zu morden. Du sollst ihn vernichten, nicht ihm helfen. Am wichtigsten ist es, dass niemand mehr stirbt. Sobald die Frau in Sicherheit ist, hat er keinen Grund mehr zu töten. Gut, ich gebe zu, du hast mich nachdenklich gemacht. Vielleicht hast du recht. Weißt du irgendwas über die Erpresser? Ich habe einen Hinweis. Ein paar Zettel, auf dem der Erpresser die Namen der Opfer aufgeschrieben hat. Einer der Zettel hat einen Fleck, offenbar ist es Wein. Das ist nicht sehr aussagekräftig. Du hast keine Ahnung, wie sehr du dich irrst, mein Lieber. Her mit dem herzoglichen Sommelier! Hopp, hopp! In Toussaint ist Wein heilig. Hier gibt es keine einfachen Weinflecken. Hier gibt es nur die Weinflecken, die aus Tropfen von Est-Est, Ervelus, Fiorano bestehen. Die gnädige Herrin wünscht mich zu sprechen? Hexer, zeig ihm das Papier. Benoit, kannst du herausfinden, welcher Wein diesen Fleck gemacht hat? Durchaus. Eindeutig Sans Retour Westufer. In Fässern von Beauclair-Eiche gereift. Tiefer Burgunderton. Sehr klar. Das ist Saint Real. Jahrgang 1269. Das ist unmöglich. Dieser Wein wird auf Castel Ravello eigens und ausschließlich für den herzoglichen Hof gekeltert. Vielleicht wurde der Saint Real gestohlen. Wir müssen zum Weingut. Vielleicht hat es dort einen Vorfall gegeben. Saint Real, nie gehört. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass du ihn je kosten konntest. Ich sagte ja, er ist der Herzogsfamilie vorbehalten. Und trotzdem ist er auf diesem Stück Papier gelandet. Sofern der Sommelier der gnädigen Herrin sich nicht irrt. In Weinfragen irrt Benoit sich nie. Wenn er sagt, dass es Saint Real ist, dann ist es Saint Real. Wir müssen gleich zum Castel Ravello reiten und nachforschen, was geschehen ist. Moment. Die gnädige Herrin möchte mich begleiten. Kommt nicht in Frage. Du glaubst ja wohl nicht, dass wir auf unserem herzoglichen Hintern rumsitzen, während das Herzogtum in ernster Gefahr ist. Gnädige Herrin, was du vorschlägst, ist zu riskant. Der Hexer muss alleine gehen. Es ist erfreulich, dass die Herren sich ausnahmsweise mal einig sind, aber meine Entscheidung ist getroffen. Wir brechen auf. Wir haben die bestmögliche Eskorte. Dich, Hauptmann, und Geralt. Wir werden inkognito reisen. Der Hof braucht keinen Anlass zum Tratschen. Für die Dauer dieser Mission entbinde ich euch von der Verpflichtung, dem Hofprotokoll zu folgen. Das bedeutet, ich bin jetzt Anna Henrietta, nicht eure edle Herrin. Jawohl, edle Herrin. Hexer, bist du bereit? Ja, bin bereit. Wunderbar. Augenblick noch, ich muss mir etwas angemessen Dezentes anziehen, dann brechen wir auf. Oh je, kommt sie jetzt in einem anderen Kleid, was angemessen ist? Oh nein, sie hat sich nicht verkleidet. Oh, die kann was. Das Pferd wackelt nur sehr seltsam. Schon mal mit so einem Vampir zu tun? Ja. Wie ist es ausgegangen? Hast du ihn getötet? Ich musste nicht gegen ihn kämpfen.
Er hatte niemanden umgebracht. Und hat schon jemand einen solchen Vampir besiegt? Ich kannte einen Mann, der einen Vampir besiegt hat. Getötet hat er ihn aber nicht. Das könnte nur ein anderer Vampir. Immer noch faszinierend, dass man sie nicht umbringen kann. Der Wagen wurde von Panthern angegriffen. Langsam. Wir müssen helfen. Bleibt zurück, gnädige Herrin. Wir kümmern uns darum. Zurück, Bestie! Verschwinde! Hilfe! Rettet uns! So, gehen wir weiter. Wenn ihr nicht gewesen wärt... Ihr Glück, dass wir gerade vorbeigekommen sind. Vielen Dank. Ihr habt uns das Leben gerettet. Hurra! Kein Problem. Beweg dich. Erzähl mir mehr über dieses Weingut. Castel Ravello. Das Beste in ganz Toussaint. Der Betreiber ist ein alter Winzermeister, Fabrizio. Kann man ihm trauen? Er hat den Posten seit Jahren. Bislang gab es keine Probleme. Sag mir, was du denkst, Geralt. Wie ist der Sangreal auf das Papier gekommen? Ist jemand auf dem Weingut der Erpresser? Geralt, warum läufst du weg? Mist. Vielleicht ein Diener, vielleicht der Verwalter. Vielleicht wurde der Wein auch einfach aus dem Anwesen gestohlen. Wir werden es erfahren, wenn wir eintreffen. Es ist nicht mehr weit. Schubidubidu, tamtadarari, schubidubidu. Hauptmann de la Tour, wir hatten gar keine Besucher aus dem Palast erwartet. Wie steht es denn am Hof? Du hast zweifellos vom Biest von Beauclair gehört. Wir haben alle Hände voll zu tun. Erst recht, da die Kreatur zuletzt in den Palastgärten angegriffen hat. Der gnädigen Herrin ist doch nichts widerfahren. Nett, dass du fragst, Meister Fabrizio. Ich bin wohlauf. Gnädige Herrin, man hat uns nicht informiert. Ich lasse sofort den Salon vorbereiten. Das ist nicht nötig. Wir sind nicht offiziell hier, wie du siehst. Natürlich. Darf ich fragen, was dich zum Castel Ravello führt? Dies ist eine Inspektion. Wir haben Fragen. Du wirst sie beantworten. Und wer bist du, Herr, dass du so mit mir sprichst? Das ist Geralt von Riva, ein Hexer. Er ist auf meinen persönlichen Wunsch in Toussaint. Und das heißt? Das heißt, ich erwarte, dass du ihm mit äußerstem Respekt begegnest. Natürlich, gnädige Herrin. Hast du gehört, Hexer? Fabrizio wird dir gern jede Frage beantworten. Reden wir über Sangreal. Ich stehe zu Diensten. Womöglich wurde ein Teil des Weins gestohlen. Es ist nur so eine Idee. Gab es in letzter Zeit Diebstähle? Diebstähle? Nicht, dass ich wüsste. Vor ein paar Tagen habe ich mir noch das Lager angesehen. Es ist alles vollzählig. Die Fässer sind im Keller gut aufgehoben, das versichere ich. Wer bringt die Fässer zum Palast? Wir haben eine eigene Garnison. Wachen, die seit Jahren Dienst tun und mit ihrem Kopf für den Wein gerade stehen. Mit Fragen kommen wir nicht weiter, das sehe ich. Zeitverschwendung. Gnädige Herrin, wie soll ich das verstehen? Meister Fabrizio, wir haben Beweise dafür, dass jemand sich unerlaubt einer Menge Sangreals bemächtigt hat. Und das bedeutet zweierlei. Entweder lügst du uns frech ins Gesicht, oder du hast dir den Wein unter der Nase wegstehlen lassen, ohne es zu merken. Verantworten wirst du dich auf jeden Fall. Aber... Sei still und hör zu.
Ich werde die Fässer persönlich inspizieren. Das gibt dir Zeit zum Nachdenken. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich Antworten. Sag, wo wird der Sangreal gelagert? Im Hauptkeller. Um die Ecke. Ich zeige ihn dir. Ich finde ihn schon. Gib mir den Kellerschlüssel und warte hier. Natürlich, gnädige Herrin. Hier ist er. Komm, Hexer. Okay, der ist mehr als geschockt, also er lügt nicht, definitiv wir nicht. Wir warten hier, Meister Fabrizio. Was, wenn Fabrizio den Vampir erpresst? Hast du dir das überlegt? Er hat seine Schwächen, aber sowas würde ich nie von ihm erwarten. Er ist sehr loyal, er verdankt mir alles. Sein Vater hat das Familienvermögen durchgebracht. Sein Sohn hat nichts als sein enzyklopädisches Wissen über Wein geerbt. Fabrizio hat als Bettler gelebt, bevor ich ihn zum Sommelier auf Castel Ravello gemacht habe. Seitdem kann er erst seine wahren Fähigkeiten einsetzen. Ich habe vergessen, wie die Taste ist, dass Geralt nur geht. Ah, nein. Ja, schade. Also, wo fangen wir an? Sehen wir nach, ob alle Fässer da sind. Hier ist ein Bestandsbuch. Mhm, das Winzerprotokoll. Fermentierung komplikationsfrei abgeschlossen. Anstich über Druse. Hier, Abfüllung. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung und sauber dokumentiert. Dann müssen wir die andere Spur verfolgen. Benoit sagte, beim Flecken handele es sich um einen 1269er Jahrgang. Finden wir den. Ja, okay, dann finden wir den. Einmal. Da haben wir ihn. Hervé Luce. Falsch. Den mag ich. Schön trocken. Hervorragender Wein. Du hast Geschmack. Oh lala. Hervé Luce. Est. Diesen Wein kennt ja nun wirklich jeder. Ach, gehört zu den besten Weinen der Welt. Castel Ravello ist dafür berühmt. Also es macht dann nicht nur den exklusiven Wein für das Herzogtum, sondern auch noch weitere Weine. Fiorano. Rittersporn ist ganz wild darauf. Ach ja, sein verwöhnter Gaumen. Eine kurze Historie des Pomino. Wer das gerne lesen möchte über den Wein, kann das tun. Was haben wir hier noch? Detlef van der Eriten. Das war das mit dem... Ja, ganz spezielle Weise. Das war das. Und hier noch Briefe mit dem Biest. Ah, wir sehen da, wen er alles töten soll und wie. Wer es auch gerne lesen möchte. Wo ist der fünfte? Da fehlt doch einer. Noch ein Pomino. Hier drüben ist Pomino. Dann wird der Königliche wohl oben irgendwo verwahrt. Sangreal, aber der falsche. Sangreal, Jahrgang 1270. Das ist der falsche Jahrgang. Such weiter. Da ist gar keiner. Dann haben wir noch zwei Fleckchen. Auch der falsche. Sangreal, das Fass ist von 1268. Fast, aber nicht der richtige Jahrgang. Ah, lass mich doch da durch. Der richtige. Hier, 1269. Und nun? Sehen wir nach leeren Fässern. Willst du sie anstechen? Fürs Erste reicht es, wenn wir klopfen. Wenn es hohl klingt, sind wir fündig geworden. Na dann. Das hier ist voll. Na, das da will er gerade nicht. Das hier ist auch voll. Voll.
Das hier ist auch voll. Bleibt ja nur noch das Hintere. Das er nicht will. Ja, geil. Ja, jetzt hat er. Voll. Sieht aus, als wären alle Fässer voll. Sackgasse, fürchte ich. Voll sind sie schon. Aber ist auch Sangreal drin? Nimm einen Hahn und einen Hammer. Wir öffnen sie und probieren. Fertig. Wir können anfangen. Na dann, lass den Wein fließen. Bereit. Geht zur Seite. Und? Diese Gewürznoten, einmalig. Das ist Sangreal. Ist er umgekippt? Unmöglich. Das ist kein Wein, sondern übler Unrat, der nie ein Fass von innen hätte sehen sollen. Es kann kein Zufall sein, dass er trotzdem in einem Fass ist. Meister Fabrizio, mal sehen, was der dazu zu sagen hat. Meister Fabrizio, ich bin sehr enttäuscht. Aber gnädige Herrin, ich... Du bist einen Schritt davon entfernt, den Kopf zu verlieren. Sag die Wahrheit, dann behältst du ihn vielleicht. Ich gestehe alles. Ich habe ein Fass Sangreal verkauft. Bitte vergib mir. Warum hast du das getan? Ich konnte nicht widerstehen. Sie haben eine abenteuerliche Summe gezahlt. Da bin ich schwach geworden. Bezahle ich dir nicht genug? Ich wollte unseren Familiensitz zurückkaufen. Das hier gehört mir nicht. Gut, ich habe ein Dach über dem Kopf und genug zu essen, aber was ist ein Edelmann ohne eigenes Land? Ich werde alles sagen, aber bitte erweise mir Gnade. Hast du wirklich geglaubt, das fliegt nicht auf? Ich war ein Idiot. Ich bitte dich, gnädige Herrin, vergib mir. Wem hast du den Wein verkauft? Vor ein paar Wochen hat ein reicher Edelmann mich in der Fasanerie angesprochen. Er behauptete, Diplomat zu sein und Verbindungen zum Hof zu haben. Er schlug mir ein gemeinsames Unternehmen vor. Er hatte Kunden, die schon für einen Tropfen Sangreal ein Vermögen hinblättern würden. Er wollte als Mittler fungieren. Wie heißt der Mann? Das hat er nie gesagt. Er war groß, schwarzhaarig und sprach mit Akzent, behauptete aus Zintra zu stammen. Ich habe keinen Edelmann aus Zintra am Hof. Und wie wurde der Wein übergeben? Wir haben uns im Schutze der Dunkelheit in den Ruinen von Foastre getroffen. Ein Dutzend Männer kamen zur Abholung. Bewaffnete. Die Sorte, die nach Ärger riecht. Ich brachte ein Fass, das sie auf einen Wagen luden, und dann trennten sich unsere Wege. Das ist alles? Da hast du sie zum letzten Mal gesehen? Naja, vor ein paar Tagen traf ein Bote ein. Er sagte, sie wollten ein weiteres Fass kaufen. Und das habe ich bereits für die Lieferung vorbereitet. Das reicht. Wir wissen, was wir wissen müssen. Gnädige Herrin, ich flehe dich an. Vergib mir. Geh mir aus den Augen.
Hauptmann, lass Meister Fabrizio in den Kerker bringen. Er muss sich für sein Verbrechen verantworten. Hochverrat. Und was jetzt, Hexer? Wir stellen eine Falle. Wir müssen die Weindiebe fangen. Der Edelmann aus Zintra könnte der Erpresser sein. Ich bringe die nächste Fuhre nach Fort Astre. Damien und seine Soldaten begleiten mich. Ausnahmsweise bin ich mal deiner Meinung. Wir machen es, wie du sagst. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Es gibt keinen Grund zu warten. Legen wir los. Wir brechen sofort auf und gehen in Stellung, bis du eintriffst. Du nimmst den Wagen. Wir sehen uns dort. Gut. Achtet während der Übergabe auf mein Signal. Hätte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass er Fabrizio so, naja, was sich geleistet hat. Aber Hochverrat. Ja gut, wenn nur der Hof das trinken darf, in Anführungszeichen. Ich würde aber trotzdem etwas gnädiger sein. Entspann dich. Wir warten hier. Unser lieber Winzer. Das ist er nicht. So viel auf Signal warten. Oh Gott, da kommt aber wirklich eine ganze Legion. Ups, verworfen. Sind aber auch einige Banditen hier. Zwei Wachen sind gefallen. Drei. Drei Wachen. Glaube ich. Bilde ich es mir ein oder hatten wir vereinbart, dass ihr auf mein Signal wartet? Das war der Plan, aber... Toller Schuss. Gut, dass du was getan hast. Ich weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre. Stets zu Diensten. Es war ein guter Kampf. Einen der Sträucher haben wir geschnappt. Stellen wir ihm ein paar Fragen. Los. Augenblick mal, Hexer. Ich habe mich in dir getäuscht. Naja, du hattest keinen Grund, mir zu trauen. Und ich habe nicht viel getan, um daran was zu ändern. Stimmt. Du bist nicht sonderlich charmant. Jedenfalls sehe ich, wie du dich ins Zeug legst. Ich weiß das zu schätzen. Gehen wir zur gnädigen Herrin. Sie wartet in der Nähe. Ich bin nicht überrascht. Ich dachte mir, dass sie das hier persönlich überwachen will. Das Auge des Herrn macht das Kalb fett. Du fängst an, das zu verstehen, wie ich sehe. Bringt mir diesen Gefangenen. Wir müssen ihm einige Fragen stellen. Hauptmann, du hast die Ehre. Wer hat dich geschickt? Er heißt Hund. Angeblich hat er deine Mutter gepimpert. Noch einmal, wer hat dich geschickt? Der Geliebte deiner Oma. Er heißt... Warte!
Wenn er nicht reden will, muss er nicht. Er kann sich noch auf andere Arten nützlich machen. Sicher braucht der Hexer einen Köder, um das Biest von Beauclair anzulocken. Was? Einschüchterung, immer schön. Klar, ich habe gerade keinen mehr. In dem Fall gehört er dir. Hauptmann, deine Männer sollen mir ein starkes Seil holen. Es soll nicht gleich reißen, wenn man einen Mann an einen Baum aufhängt. Seil? Lebendköder. Eignet sich ideal für Monster, sofern sie den Blutgeruch wittern. Aber dafür sorge ich. Was? Nein, um Himmels Willen! Lass sie das nicht! Hör auf zu schreien. Du hast noch eine lange Nacht vor dir. Nein, lass das nicht zu! Ich rede! Die Fässer. Wo sollten die hingebracht werden? Weiß ich nicht. Hauptmann, ich brauch das Seil wohl doch. Ich weiß es wirklich nicht. Nur Hornitz, der Anführer, wusste es. Der liegt tot da drüben. Dieser da. Das erste Fass ging zu einem Lagerhaus am Hafen. Aber wohin dieses gebracht wurde, weiß ich nicht. Das ist die Wahrheit. Ihr müsst mir glauben. Also vom Tod hat er nicht so viel Angst oder dass er ein bisschen gefoltert wird oder sonstiges, aber wenn er von Kreaturen zerfleischt werden soll oder zerpflückt, das macht ihm wohl Angst. Wow, interessant. Wer hat dich angeheuert? Er wird mich umbringen. Du solltest dir lieber Sorgen wegen mir machen. Wer ist es? Komm schon, Mann, raus damit! Der Zentria, so nennt man ihn. Ich habe ihn nie gesehen, aber ich weiß, dass er die Männer für dieses Ding angeheuert hat. Das haben sie gesagt, dass wir für den Zentria arbeiten. Mehr weiß ich nicht, ich schwöre es. Bringt ihn in den Kerker. Dort wird er auf seinen Prozess warten. Hauptmann, wir reiten in die Stadt. Sammle deine Männer und such den Zintria. Jemand muss ihn kennen oder gesehen haben. Ja, gnädige Herrin. Ich komme in den Palast, so wie ich etwas weiß. Ich kehre noch nicht in den Palast zurück. Unsere Mission ist noch nicht vorbei. Der Hexer und ich warten beim Wachposten am Hafen auf dich. Auf in die Stadt. Er ist spät. Entspann dich. Er kommt schon. Ich möchte wirklich mal wissen, wie man so verdammt ungerührt bleiben kann. Unmenschlich. Nebenwirkung der Mutationen. Hexer verlieren selten die Nerven. Was, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Der Hauptmann scheint gut auf sich aufpassen zu können. Mag sein, aber dieser Zintria kommt mir nicht wie ein gewöhnlicher Bandit vor. Es ist ihm gelungen, herzoglichen Wein unter der Nase der Wache wegzuklauen. Wir haben nur durch einen Zufall davon erfahren. Und er hat dem Vampir die Opfer benannt. Man muss schon ziemlich von sich überzeugt sein, um ein solches Monster zu erpressen. Okay, und hier machen wir im nächsten Part weiter. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Sayonara.